Nein. Ja, Kollege. Anheuern. Ich helfe gerne, wo ich kann. Aha. Das heißt, der kämpft jetzt mit uns. Der läuft mir auch hinterher, oder was? Wenn du in Begleitung bist, solltet ihr zwei euch mal auf den Weg zur Waldforschungsstation machen. Da wimmelt oh ja, tut er. Das ist so eine Art Depot für ihr verdammtes Bliss. Schaltet sie aus und zeigt ihnen, dass wir uns nicht mehr rumschubsen lassen. Bliss? Was ist denn Bliss schon wieder? Alexa Bliss? Das ist eine Wrestlerin. Eine scheiße heiße Wrestlerin. Drücke, um einen bestimmten Punkt zu bewegen, den amüsierten Gegner anzugreifen. Okay. Okay. So, dann scannen wir hier auch erstmal die Umgebung. Da ist einer, da ist einer. Da ist noch einer. Ja, unten bleiben. Halt mal die Klappe. Da unten ist auch noch einer, ne? Ja. Der hat auch irgendwie einen Kanister in der Hand, aber der sieht nicht sehr explosiv aus. So, wie war das jetzt? Ich kann jetzt dem Typen im Prinzip Befehl geben. Ich werde sie überraschen. Versuch dein Bestes. Das ist jetzt zwar kein Überraschen, was du tust, aber okay. Okay. Boom. Wie das Bumm gemacht hat. Ich liebe ja so richtig übertriebene Explosionen. Okay, das mit dem Partnersystem finde ich aber wirklich cool. Das hatten sie im GameStar-Bericht auch erwähnt, dass es so ein Begleitersystem gibt. Das ist cool. Dann fühlt man sich nicht so alleine. Die Forschungsstation ist geräumt. Sehr gut. Ihr habt ihnen den Arsch versohlt und die Peckys kommen sicher nicht so schnell zurück. Und wenn du schon mal da bist, sieh dich um, ob es noch Überlebende gibt. Bitte hilf! Scheiße, Mann! Ja, komm hoch, Kollege. Alles ist gut. Liegt hier noch irgendwas, was ich mitgehen lassen kann? Scheiße, noch eins zum Spruch. Geld. Ich bin echt beeindruckt. In dir steckt eine Karte. Sektenschrein, die Ernte hat begonnen. Der Vater hat uns aufgetragen, diese Schreine in der gesamten Region aufzubauen, um sein Wort zu verbreiten. Sobald sie errichtet sind, werden die Sünder versuchen, sie zu schänden. Deshalb müssen wir sie um jeden Preis verteidigen. Wir stellen diese Schreine auf, damit die Weisheit des Vaters hier Wurzeln schlagen kann und wachsen kann. Für Eden's Gate! Okay. Oh, was ist denn jetzt los? Bin ich high? Der Funkturm am Südstrand muss was abbekommen haben. Könntest du dich darum kümmern? Oh, Funkturm, das ist ja was ganz Neues im Far Cry. Funktürme. Upsala. Da ist ein Schrein von denen, ne? Sehe ich das richtig? Sieht ganz so aus. Den würde ich vorher gerne mal clearen, um ehrlich zu sein. Ich werde aber nach dieser Mission den Stream auch beenden. Weil ich dann halt noch Videos schneiden muss, etc. Ah ja, stimmt, hier ist ein... Feind gesichtet. Ein Peggy-Schrein. Wir machen erstmal den Funkturm fertig und dann kümmern wir uns um die Peggys hier. Das machen wir noch. Wir machen noch die Peggys fertig und dann... Wir machen den Funkturm fertig, dann machen wir die Peggys fertig und dann werde ich heute offline gehen. Bin nämlich ganz schön im Arsch. Das Wochenende jetzt hat viel Trubel, aber wir waren halt Samstag, Samstag? Nee. Doch, Samstag Nacht, er ist wieder zu Hause. Ich glaube, gegen 4 war ich zu Hause oder so und ich bin mega im Arsch, weil ich echt nicht viel geschlafen habe. Und ich will halt noch, dass die erste Folge schon mal fertig schneiden. Funkturm. Okay. Ich denke mal nicht, dass hier irgendwelche Peggys rumwursteln. Wenn doch, dann... Scheißegal, dann baller ich sie über den Haufen. Solange die jetzt nicht mit dem
Maschinengewehr Kaliber 50 auf mich schießen und mich in Stücke fetzen. Ich weiß, wow. Was du denkst, aber nein. Ich werde dich nicht im ganzen County auf Türme klettern lassen. Keine Sorge. Schöne Anspielung. Dass du nicht runterfällst. Ja, da achte ich schon drauf. Keine Sorge, mein Freund. In Dutch haben wir einen richtig guten Freund entdeckt. Was, leck mich? Kommst du auch hier hoch? Tatsache. Dutchs Insel wurde befreit. Ich kriege jetzt ein starkes Signal rein. Sieh mal auf der Karte. Nee, noch nicht. Ich erklär dir, was ich so höre. Wow. Ah. Schauen wir uns mal das große Ganze an. Zoom aus deiner Karte raus, damit wir das gesamte County sehen. Haupt County ist in drei Regionen unterteilt. Wow. Im Norden sind die Whitehill Mountains. Dort hat Jacob Seed das Sagen. Der älteste Bruder dieser Scheißzippe. Jacob ist der, der die Sekte ausbildet. Und er ist verdammt gut in dem, was er tut. Eli und die Whitehill-Miliz haben alles gegen ihn versucht. Aber er wird ihnen schon bald den Gnadenstoß versetzen. Südöstlich von dort ist der Henbane River. Das ist das Revier von Faith, der kleinen Schwester. Ich habe viel darüber gehört, dass die Menschen dort im Biss den Verstand verlieren. Im Westen findest du das Holland Valley. John Seed ist da gerade erst aufgekreuzt und nimmt sich im Namen der Sekte einfach alles. Nahrung, Vorräte und sogar Menschen. Ich kriege jetzt noch viel mehr Signale aus dem gesamten County rein. Ich werde dich über alles Nützliche informieren. Okay, wir haben auf jeden Fall eine relativ große Map, würde ich tatsächlich sagen. Also für einen Open-World-Shooter ist das schon groß. Wobei ich jetzt auch nicht so viel gespielt habe. Ich würde tatsächlich im Osten anfangen wollen. Da wird die Tierpräparation. Okay, aber wir werden erstmal kurz den Tempel hier noch wegsprengen. Also den Schrein. Und dann werden wir. Dann können wir dich von der Insel runterschaffen. Hab Geduld, es dauert nicht mehr lange. Alles gut. Ich kann mich nicht bewegen. Was lädt er jetzt? Warum lädt er jetzt? Ich wollte doch nur mal eben den Schrein kaputt machen. Oh Scheiße. Deputy, ich krieg da gerade was Neues aus dem Holland Valley rein. Eine Übertragung von John. Das. Ach, das ist Karte. Okay. Wir sind alle Sünder. Jeder von uns. Du, ich. Sogar der Vater kennt die Sünde. Nur allzu gut. Sie ist ein Gift, das uns den Verstand vernebelt. Was, wenn ich euch sage, ihr könntet frei von Sünde sein? Was, wenn ich euch sage, dass alles, wovon ihr träumt, wahr werden könnte, wenn ich euch sage, dass ihr jedes Leid überwinden könnt, wenn ihr nur eine Idee akzeptiert? Dass die Freiheit von der Sünde. Oh shit. Macht von nur einem Wort. Ja. Ich bin ein Sünder. Ja. Ich möchte befreit werden. Ja. Ich muss bald. Erlöst werden. Wenn ihr heute zuseht, dann seid ihr auserwählt worden. Ihr werdet geläutert. Ihr werdet bekennen eure Sünden. Und es wird euch eine Buße auferlegen. Keine Sorge. Ihr müsst überhaupt nichts dafür tun. Wir kommen zu euch.
Willkommen bei Eden's Gate. Fucking John C. Psychos. Deine Partnerin Hudson erwischt. Die steckt mächtig in der Scheiße, Jungspund. Du musst sie da rausholen. Jungspund, ich hab dir für den Anfang alle Orte auf der Karte markiert. Das Sägewerk im Norden, das Hope County Gefängnis im Osten und die Stadt Falls End im Westen. Deine Entscheidung, aber wenn ich du wäre, würde ich mit Falls End anfangen. Die haben unsere Kollegin da geklaut. Also nicht geklaut, aber halt entführt. Ich glaube, ich werde nicht mehr. So, können wir uns mal eben kurz um den Scheiß schreien. Wir machen da jetzt noch keinen großen Hehl drum, wir sprengen den Scheiß einfach in die Luft. Wo ist unser Kollege? Ist er noch da? Wo ist denn unser Kollege jetzt hin? Willst du mich verarschen? Helferauswahl. Du da! Schon sagen. Unterwegs. Wo bist du? Ach, er ist unterwegs. Ah, da kommt er. Beweg deinen Arsch. Wir müssen einen Schrein in die Luft jagen. Wir rennen da rein wie die Rangers schlechthin. Ja, ja, mach mal. Und Feuer. Und kabumm. Geht hier nicht kaputt oder was?